Es geht los. Rauf Nummer 1 in der DTM eSports Championship 2023. Moritz Löhner hat den Start, glaube ich, ein bisschen verpennt. Hat da jetzt aber vielleicht den Schwung. Gucken wir rein auf die erste Kurve. Es kommt schon die Attacke in der Mitte. Es wird eng, es wird geschoben, es wird gedrückt. Lackaustausch par excellence. Aber genau so soll es doch sein. Ich glaube, da hinten gab es einen Dreher. Ja, auch in der DTM, aber jetzt direkt der Counter in der ersten Kurve. Wieder auf die zweite Position gedrückt. Wenn jetzt nicht im ersten Rennen die Saison gibt. Oh, da gibt es den Treffer. Das war klar verbremst von Dominik Bleier, der Kevin Siggi in den Dreher schickt. Das wird sich das. Einen Titelkandidat, das noch einer. Oh, da hat sich noch einer weggedreht. Wo ist Siggi jetzt rausgekommen? Auf Position 15 findet er sich aktuell. Du hast 10 Positionen verloren. Jetzt fliegen sie jetzt zu dritt hin, zu Kurve 1. Der Falken Porsche macht innen zu, die 77 Lukas Müller. Dahinter die beiden BMW M4 GT3, Gianmarco Fiducci und Benze Banki. Wenn man nicht so richtig Windschatten hat, darf aber auch nicht so viel Zeit kosten. Es kommt die Attacke von Emre Can von Forza Racing hier im Porsche. Und jetzt ist die Frage, wer hat den besseren Exit hin zum Schöller S? Das war sehr sauber. Ah, Rechts-Links-Kombination. Bleibt trotzdem innen. Voll dagegen. Jajowski daneben. Das ist Enzo Bonito, der jetzt in Position verliert. Jajowski dahinter im grünfarbenen Porsche. Also sehr, sehr sauber von Tian. Was für ein geiles Manöver zwischen den zwei Fahrern hier gerade, die jetzt auch mit Lackaustausch unterwegs sind. Genauso. Oh, jetzt verliert er da ein bisschen. Jihan geht nach außen. Oh. Jetzt bringt er denselben Move. Nochmal, andersrum. Beschleunigungsduell in zu Kurve 1. Ja, das wird natürlich eine schlechte Position für Jihan sein jetzt in T1. Da muss ich, glaube ich, jetzt zurücknehmen und dann am Exit versuchen zu kontern. Wieder leichter Kontakt. Emre Can. Und dann geht nicht. Nein, oder? Nach den zwei Startnummern, das stimmt wohl bei Kunze und bei Ottaviani. Oh, jetzt hier, Achtung, volle Attacke. Es geht hier um den Sieg. Cincinnik schiebt sich vorbei. Antim Jasche, wir haben den Führungswechsel. Und das hier quasi in der letzten Runde. Ja, die Zeit ist nämlich abgelaufen. Und Cincinnik auf der 1, Jasche auf der 2. Und jetzt muss er nur noch halten. Ich hab's gesagt, die machen das jedes Mal. Nee, das Rennen ist vorbei übrigens. Was? Ja, natürlich, ich hab doch gesagt, die Zeit ist abgelaufen. Deswegen bist du so abgesprungen. Cincinnik holt sich in der letzten Halleluja. Kurve den Sieg vor Tim Jasche. Moritz Löhner wird Dritter. Was Halleluja. Für ein Ding. Das hat er sich wirklich aufgehoben für die letzte Kurve. Boah, wie schlau. Es war ein bisschen Kontakt dabei. Vielleicht können wir uns das Überholmanöver gleich nochmal angucken. Würde ich sehr, sehr gerne sehen. Das war ja wirklich crazy. Auf dem Norrisring 4 Kurven aus dem Himmel oder aus der Hölle? Das ist die Frage, die wir uns jetzt stellen. Vorne auf jeden Fall Tim Jasche. Achtung, Team Redline schon direkt daneben mit Kevin Siggi. Tim Jasche hat jetzt die Außenbahn, aber nee, eher die Mittelbahn. Kevin Siggi direkt daneben und auf der Innenbahn drückt sich Nico Dem Wisniewski vorbei. Der schnappt sich den Platz in der Sonne ganz vorne. Und Achtung, da mischt auch noch Moritz Löhner von Position 10 auf 4. Hat sich richtig nach vorne gepumpt in seinem rot-weißfarbenen BMW M4 GT3. Was für Mega. Ein Superstart von Moritz Löhner. Yes. Nico Dem Wisniewski. Eieiei, von Startposition 6 und jetzt nicht mehr mit dabei. Jetzt wird hier wieder attackiert. Vorne an der Spitze Tim Jasche pumpt sich an Cincinnik vorbei. Er macht da richtig Druck. Wir haben wieder unsere zwei Leader vorne, die sich diesmal am Anfang des Rennens schon in die Haare kriegen. Aber vielleicht lernen sie draus wieder. Die ruhigere Strategie scheint auch zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob es fair war oder nicht. Oh, da dreht sich. Das war Fiducci. Nein, Cincinnik ist es. Schau, du wird nach hinten durchgereicht. Ja, oh, unser Gott. Zweitplatzierter dreht sich weg. Komplett. Und findet sich aktuell nur auf Position 13 wieder. Oh, wie bitter. 13 und wird jetzt noch von hinten angegriffen. Hier bin gespannt, ob vielleicht der ein oder andere schon direkt abbiegt, einen Undercut probiert. Hier haben wir Leonard Krippner im Fight mit Emre Can. Sehr, sehr gut. Krippner im Falken Porsche.
Freitag Pause und dann Sachsenring, Red Bull Ring, Hockenheim Ring. Guck mal, jetzt biegen hier Löhner, Viducci, Jarsche, Riedfeld, Siggi, Ottaviani, Jajowski. Und jetzt pass mal auf, Jeschinski, der fährt weiter. Ja, ich glaube, die anderen. Oh, pass mal, nur Jeschinski ist draußen geblieben. Nur Jakob Jeschinski ist draußen geblieben. Das kann jetzt spannend werden. Nein. Aber oben steht Pit Window Closed. Ich guck mal in die Rennleitung rein, was die entscheiden. Na, ich bin gespannt. Ich überlasse das mal den Stream. Das wäre ja super bitter. Sind oder ob wir jetzt hier oben eine falsche Grafik drin haben oder nicht. Er ist auf jeden Fall vor der 7. Minute eingebogen in die Boxengasse. Das ist schon mal Fakt. Die Frage ist halt, was sagt das Regularium? Weil wir haben ja, wie gesagt, eine kleine Einstampfung der Rennzeit gehabt aufgrund der Einführungsrunde hinter dem Safety Car. An ihm vorbeigegangen. Auch Lukas Müller hat sein Shootout gewonnen und positioniert sich jetzt im Rennen nur auf Position 21. Florian Haase schnappt sich mit zu Bonito. Unterwegs zum Sieg hier nach Platz 2 im ersten Rennen. Jetzt also der Laufsieg für Tim Jarsche. Und es kann, wie gesagt, der beste. Moritz muss jetzt in der letzten Kurve den Kopf einziehen. Jetzt hat das Tim Jarsche über die Ziellinie gefahren. Gratulation an Tim Jarsche zum Sieg in unserem zweiten Rennen. Was macht Moritz Löhner? Kommt jetzt über die Ziellinie auf Platz 2. Kevin Siggi landet auf der 3. Viducci auf der 4. Riedfeld auf der 5. Ottaviani wird 6. Jajowski auf der 7. Grippner auf der 8. Cinčić auf der 9 immer noch. Und Benze Banki auf der 10. Und guck mal, Cinčić hat sich kurz vor Schluss noch fastest Lap gesichert. In letzter Sekunde wird Tim Jarsche mindestens den dreifach. Ja, aber auch cool von ihm. Der hat wohl nochmal richtig gepusht am Ende. In diesem Sinne, Patrizia Salesani und ich sagen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann, wenn es heiß hergeht, auf dem Nürburgring mit der DTM eSports Championship 2024. Schönen Abend noch. Schönen Abend.